Was ist? Warum gehst du nicht an die Tür? Guten Morgen. Schon fertig, meine Liebe? Ja. Ja, ich bin fertig. Können wir gehen? Helga! Wer ist denn da gekommen? Helga? Ich bin ja hier. Eine Freundin ist gekommen. Eine Freundin? Was für eine Freundin? Du kennst sie nicht. Was ist los? Willst du weg? Ja. Ich wollte in die Kirche. Die Kirche? Seit wann gehst du in die Kirche? Heute. Heute wollte ich in die Kirche. Was ist mit meinem Frühstück? Das ist schon fertig, Felix. Steht alles schon da. Wieso gehst du denn in die Kirche? Ja, ich sagte doch. Gut, gut. Hast du die Zeitung geholt? Die bringe ich dir noch. Bring sie dir noch rauf. Ich will sie zum Frühstück haben, das weißt du. Du badest ja erst noch. Alles in Ordnung? Ja. Gehen wir dann jetzt? Ja, gehen wir. Du, Georg, holst du mir schnell eine Zeitung und bringst sie rauf zu uns? Ja, mache ich für alles. Ja. Und warte, du musst auch die Schlüssel mitnehmen. Es ist nämlich zu oben und mein Mann, der badet gerade. Ja, in Ordnung. Herr Alsberg! Wer ist denn da? Ich leg die Zeitung in die Diele. Bist du das, Georg? Ja, ich bin's. Gut, danke dir. Ach, Frau Alsberg, guten Morgen. Sie wollen sicher Ihren Wohnungsschlüssel haben, ja? Ja, danke. Ich hatte Georg gebeten. Ja, ja, ich weiß. Ich hab den Schlüssel. Bitte schön, hier ist er. Danke vielmals. Bitte, macht nichts. Ich hab's gern getan. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, da ist nebenan etwas Entsetzliches passiert. Passiert? Was denn passiert? Wir finden den Herrn Alsberg in seinem Badezimmer und er ist tot. Was? Man muss sofort einen Arzt anrufen und sicher auch die Polizei. Nein, meine Liebe, sehen Sie nicht hinein. Bitte, tun Sie das nicht. Michael, Herr Alsberg. Servus, Robert. Heute Sonntag ist aber einfach, ne? Ja, sieht so aus. Wir dachten zuerst, es wäre ein Unglücksfall, ein defekter elektrischer Rasierapparat. Hm. Aber... jetzt sind gerade die Söhne des Toten gekommen und die sagen, was heißt die sagen, die beschwören, ihr Vater hätte sich niemals elektrisch rasiert. Ach nee. Ich ruf mal den Chef an. Ja. Es tut mir leid, aber darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Bitte schön. Danke. Sie kriegen es gleich wieder. So, das ist der Apparat. Ich habe Ihnen doch gesagt, mein Vater hat einen solchen Apparat nie besessen. Hast du diesen Apparat hier gesehen? Nein, wissen Sie, wie man sich rasiert, ob nass oder elektrisch, ist nahezu eine Weltanschauung. Mein Vater hat zu oft darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass es sein Apparat ist. Außerdem, wer rasiert sich schon, während er in der Badewanne sitzt? Wo ist denn Ihre Mutter? Die ist in ihrem Zimmer, aber man kann nicht mit ihr sprechen. Sie ist da wie versteinert. Bist du in der Lage, Mama ein paar Fragen zu beantworten? Ja, ja, natürlich. Frau Alsberg, kennen Sie diesen Rasierapparat? Was ist es? Du siehst doch, dass es ein Rasierapparat ist. Es ist der Apparat, der in der Wanne gefunden wurde. Ich möchte gerne wissen, ob Sie diesen Apparat kennen. Nein. Frau Alsberg, hat sich jemand elektrisch rasiert? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie sich mein Mann rasiert. Das wissen Sie nicht? Er hat sein eigenes Schlafzimmer, sein eigenes Bad. Ich schlafe hier, es sind die Kinderzimmer. Ich benutze auch das Bad der Kinder.
Mama, du machst doch die Zimmer hier, nicht? Das Bad. Du räumst doch auf. Du musst doch wissen, ob Papa so ein Apparat, diesen hier, hast du ihn gesehen? Oder nicht? Darauf kommt's jetzt an, Mama. Wenn dies in seinem Badezimmer gefunden wurde, dann gehört es sicher dahin. Wer ist eigentlich diese Frau? Das ist Frau Böhle. Habe ich nicht von ihr erzählt? Nein, ich höre den Namen zum ersten Mal. Sie ist eine Bekannte, eine gute, eine sehr gute Bekannte, eine Freundin. Wir sind heute Morgen zusammen in die Kirche gegangen. Ja, ich habe gehört, dass du in der Kirche warst. Wieso, du gehst doch sonst gar nicht in die Kirche? Weshalb heute Morgen? Ich habe sie überredet. Ich habe gesagt, meine Liebe, die Kirche vermag viel Trost zu geben. Ich habe gesagt, gehen Sie einmal mit mir. Frau Böhle, haben Sie Frau Alsberg heute Morgen abgeholt? Ja. Haben Sie dann Ihren Mann heute Morgen noch gesehen? Ja. Ich wollte ihm sagen, dass ich gehe, in die Kirche gehe und dass sein Frühstück fertig ist. War er schon im Bad? Er ließ gerade Wasser ein und nach der Zeitung fragte er. Ich sagte, ich bringe sie ihm rauf. Der Bub von nebenan hat sie ihm ja gebracht. Ja, ich weiß. Dem haben Sie ja dann noch den Wohnungsschlüssel gegeben. Ja, weil wir waren schon sehr spät für die Kirche. Warum musstest du auch in die Kirche gehen? Um zu beten. Was sonst? Also zu diesem Zeitpunkt war der Mann allein in der Wohnung, ganz eindeutig. Was habe ich gesagt, Chef? Hier ist der Bericht des Labors. Man hat ein Stück der Gesichtshaut untersucht. Alsberg hat sich nicht elektrisch rasiert, und zwar mit absoluter Sicherheit nicht. Dann muss es Mord sein. Jemand hat den Stecker in die Wanddose gesteckt und den Apparat in die Wanne geworfen, mit der Absicht, den Mann, der darin saß, umzubringen. Aber wer denn? Alsberg war allein und die Wohnung war abgeschlossen. Aber dieser Bericht, Harry. Na ja, wir können diesen Bericht nicht negieren, das stimmt. Wiederholen wir noch einmal, was ist gestern Morgen passiert. Es ist Sonntag. Sonntagmorgen. Frau Alsberg ist offenbar als Erste aufgestanden. Sie hat das Frühstück gemacht. Eine Bekannte, eine Freundin kommt zu ihr und will sie abholen. Die beiden wollen in die Kirche gehen. Herr Alsberg lässt das Badewasser ein. Die beiden Damen verlassen die Wohnung und unten auf der Straße sehen sie den Nachbarssohn. Frau Alsberg gibt ihm Geld. Er soll eine Sonntagszeitung kaufen und hinaufbringen. Sie gibt ihm auch den Wohnungsschlüssel, weil ihr Mann ja gerade badet und daher nicht aufmachen kann. Die beiden Damen gehen also in die Kirche und der Junge kauft die Sonntagszeitung und bringt sie hinauf. Was sagt er aus? Der Junge? Mhm. Er sagt, er hat aufgeschlossen und der Alsberg hat... Moment, ich muss hier haben. Alsberg hat ihn gehört und hat gerufen, wer ist da? Und da sagte der Junge, ich bin's, ich bring die Zeitung. Darauf Alsberg, du bist es, Georg. Ich danke dir. Ja, woraus hervorgeht, dass Alsberg noch gelebt hat. Ja. Wie lange dauert die Kirche? Ungefähr eine Stunde. Gut. Nach einer Stunde kommen die Frauen also zurück, müssen aber jetzt den Schlüssel holen, dass sie ja sonst nicht in die Wohnung kommen. Ja, sie schließen auf und finden den Mann tot, weil ihm ein elektrischer Rasierapparat ins Wasser gefallen ist. Hm. Den er gar nicht besitzt. Es ist Mord. Ich glaube, dass es Mord ist. Guten Tag. Mein Name ist Keller von der Kriminalpolizei. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte. Dankeschön. Ich hätte gern ein paar Fragen an Sie noch gestellt. Ich habe doch schon alle Fragen beantwortet. Ja. Dürfte ich mal das Badezimmer sehen? Das geht nicht. Die Tür ist versiegelt. Ja, ich weiß. Frau Alsberg, haben Sie den Toten gesehen? Nein. Frau Böhle hat ihn zuerst gesehen. Sie sagte, nein, meine Liebe, nein, gehen Sie nicht hinein. So hat man den Toten gefunden. Welche Fragen haben Sie, Herr Kommissar? Kann ich das Schlafzimmer sehen? Ja, gern. Das ist also das Schlafzimmer? Ja. Da hat aber nur einer hier geschlafen.
Ja, mein Mann hat hier geschlafen. Ich schlafe im Kinderzimmer. Seit wann? Seit Jahren. Ich war mal krank und um ihn nicht zu stören, habe ich dann im Kinderzimmer geschlafen. Als ich dann wieder gesund war und mein Bettzeug zurückbringen wollte, war dieses Zimmer abgeschlossen. Ja? Er hat gesagt, es gibt keinen Grund, dass so alte Leute wie wir noch in einem Zimmer schlafen. Ich dachte, das meint er sicher nicht ernst. Aber er hatte dieses Zimmer abgeschlossen. Kann ich jetzt die anderen Räume sehen? Ja, gern. Das ist eine schöne, große Wohnung. Ja, wir bewohnen sie schon seit 30 Jahren. Die Kinder brauchten Platz und den hatten sie hier. Und dann die Anlage gegenüber. Haben Sie die Anlage gesehen? Ja. Für die Kinder war das natürlich herrlich. Ich bin jetzt hier. Das sind die Kinderzimmer. Ich habe ein paar Stühle reingestellt und einen Schrank für meine Kleider. Haben Sie auch ein eigenes Bad? Ja, das der Kinder. Ah, da sind Sie ja so praktisch. Ganz für sich. Ja. Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten, Herr Kommissar? Gerne. Ich müsste sehen, was mein Mann im Kühlschrank hat. Oh, ein Bier vielleicht. Ja, gern. Das habe ich gelassen, wie es war. Es sind Erinnerungsstücke an die Kinder. Preise, die sie gewonnen haben. Sie waren sehr gute Sportler. Fotos von ihren Reisen, Wanderungen, Tagebücher. Ich habe sogar ihre Tagebücher. Sie haben sie vergessen. Sie haben Familien, jetzt selbst Kinder. Sie sind zu sehr in Anspruch genommen. Ich begreife das. Ich habe Ihnen ein Bier mitgebracht. Dankeschön. Bitte. Danke. Frau Alsberg, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann? Verhältnis? Ja, Sie erzählten mir, er hätte Sie nicht mehr zurück in Ihr Schlafzimmer gelassen. Ja. Ist das nicht sonderbar? Ich stand mit dem Bettzeug in der Hand vor der Tür. Machst du mir nicht auf, Felix? Er sagte, die Tür ist zu. Meine Erkältung ist vorbei, ich huste nicht mehr. Er sagte, es ist mir gleich, ob du hustest. Spielt keine Rolle. Da wusste ich dann, dass er nicht mehr neben mir liegen wollte. Nicht mehr in meinem Zimmer mit mir sein wollte. Ich bin dann mit meinem Bettzeug zurückgegangen. Seitdem schlafe ich hier bei den Kindern. Hat es deshalb Streit gegeben zwischen Ihnen? Wir haben niemals Streit miteinander gehabt. Das nicht. Kein böses Wort, nein. Seit wann kennen Sie Frau Böhle? Frau Böhle? Seit 3 Monaten. Wir sind einmal in der Anlage nebeneinander auf einer Bank gesessen und sind ins Gespräch gekommen. Was ist das für eine Frau? Wo wohnt sie? Ja, ich weiß nicht, wo sie wohnt. Wir treffen uns in der Anlage. Sie kommt jeden Nachmittag zum Taubenfüttern. Was wollen Sie von ihr? Ja, ich möchte mit ihr sprechen. Sprechen? Ja. Ach ja, tun Sie das. Sie kommt meistens gegen 3. Ist sie eine Freundin von Ihnen? Eine sehr gute Freundin, ja. Von der Sie nicht wissen, wo sie wohnt? Ja, sie hat eine Wohnung hier irgendwo in der Nähe. Ist sie verheiratet? Sie war es. Sie ist Witwe. Es ist nach 3. Da wird sie sicher schon da sein. Wollen Sie mich begleiten? Ja, gern. Sie haben Ihr Bier nicht getrunken. Entschuldigung. Einen Augenblick, Frau Alsberg. Ja, ja. Wie viele Schlüssel gibt es endlich hier zu dieser Wohnung? 2. 2? Ich habe einen... Mein Mann hatte einen. Die Kinder haben noch, glaube ich, aber ich bin nicht sicher, ob sie diese Schlüssel noch haben, denn sie brauchen sie ja nicht. Warum fragen Sie? Weil immer noch der dringende Verdacht besteht, dass Ihr Mann ermordet worden ist. Und wir die Frage beantworten müssen, wie ist der Mörder hier hereingekommen? Kommen Sie. Guten Tag, meine Liebe. Guten Tag. Das ist Herr Kommissar Keller. Guten Tag, Frau Böhle. Guten Tag. Meine Liebe, würden Sie uns bitte allein lassen? Ja, natürlich. Vielleicht versorgen Sie die Tauben? Ja, gerne.
Sind die Untersuchungen der Polizei zum Abschluss gekommen? Nein, noch nicht. Ich bin überzeugt, dass es sich um einen tragischen Unglücksfall gehandelt hat. Was spricht dagegen? Die Tatsache, dass Herr Alstag sich nicht elektrisch rasiert hat. Wissen Sie dies so genau? Ja, die Gesichtshaut des Toten wurde untersucht und dabei festgestellt, dass er sich eben nicht elektrisch rasiert hat. Aha, das kann man feststellen. Das kann man feststellen, ja. Und zwar ganz exakt. Na, vielleicht wollte er es zum ersten Mal tun, was seine Ungeschicklichkeit erklären würde. Er war die Handhabung eines solchen Gerätes nicht gewöhnt. Ich meine, dieser Fall ist doch sicher nicht auszuschließen, oder? Außerdem war niemand in der Wohnung. Es gibt nur zwei Schlüssel. Einen besaß der Tote. Ich glaube, man hat den Schlüssel bei dem Toten gefunden, hat man? Ja, der Schlüssel befand sich in der Hosentasche des Toten. Den zweiten Schlüssel hatte Frau Asper. Sie gab ihm dem Nachbar Kunde. Ja, was Sie wissen. Ja, ja, ich weiß. Ja, sodass nicht einmal Frau Alsberg in die Wohnung konnte. Ich meine, Herr Kommissar, Sie sollten die Sache zum Abschluss bringen. Kannten Sie Herrn Alsberg? Nein. Und wie lange kennen Sie Frau Alsberg? 3 Monate. Nicht länger. Also mir kommt vor, es seien es Jahre. So gut kenne ich Sie. So vertraut sind Sie mir. Und ich leide mit ihr, wenn ich sehe, wie schwer man es ihr macht, zur Ruhe zu kommen. Worauf sie ein Recht hat. Womit kann ich Ihnen helfen, Herr Kommissar? Sehr freundlich, aber ich habe keine weiteren Fragen an Sie. Danke. Sind Sie öfter hier? Ja, fast jeden Tag. Ja. Mir gefällt die Lebendigkeit dieses Platzes. Kommen Sie, meine Liebe. Ich verpasse ungern das Taubenfüttern. Guten Tag, Guten Herr Tag. Kommissar. Sind Sie ansprechbar, Chef? Ach nein, Rehbein, nein. Kann ich Ihnen da nicht irgendwie helfen? Wie alt bist du? Wollen Sie mich erschrecken? Darüber denke ich nicht nach. Du bist nicht zu erschrecken, Rehbein, ne? Nein, nicht mit solchen Fragen, die ich außerdem nicht verstehe. Wollen Sie mich loswerden? Aber nein, natürlich nicht. Bist du schon einmal mit deinem Bettzeug vor die Tür gesetzt worden? Was? Wir sollten das tun, hm? Ein Mann, dem du nach 30 Jahren vollkommen gleichgültig geworden bist. Es hat nicht den geringsten Streit gegeben. Kein einziges böses Wort ist gefallen. Stell dir das mal vor. Naja, du bist nicht verheiratet. Nein, muss ich. Nein, nein, danke, Reba. Robert? Störe ich? Hast du die Adresse? Ja, Frau Böhle wohnt in der Katzmeierstraße Nummer 3. Sie ist seit 2 Jahren Witwe. Ihr Mann ist bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen. Was für ein Unglücksfall war das? Er wollte seinen Wagen in die Garage fahren, war aber vollkommen betrunken. Mhm. Er hatte gerade noch die Kraft, das Garagentor zuzumachen. Dann ist er am Boden eingeschlafen. Der Motor lief allerdings noch. Mhm. Frau Böhle hat ihren Mann dann am nächsten Morgen gefunden. Es war zu spät. Wie klingt das, Chef? Na, haben Sie es gehört, Chef? Ja, ich hab's gehört. Ja, was sagen Sie dazu? Wenn die Frau nun auch... Bevor du weitersprichst, alles ist reinste Spekulation. Ja, halten Sie es denn für ausgeschlossen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber was willst du denn hier? Ja, Entschuldigung, ich... Zimmer! Mein Name ist Keller, ich komme von der Kriminalpolizei. Ach so, ja. Zimmer! Danke. Was für eine einzige Person. Du lebst doch sowieso nur in einem. Das ist eine Frage der Miete, Mama. Von Geld. Von Geld, von Geld. Ich habe diese Wohnung 30 Jahre lang gehabt. Guten Tag, Frau Asper. Guten Tag, Herr Kommissar. Polizei? Ja, ja. Hier gibt's was Neues, Herr Kommissar. Nein, ich wollte nur das Siegel hier entfernen. So, Frau Alsberg. Damit wäre das Badezimmer Ihres Mannes freigegeben. Freigegeben, was soll denn das heißen? Sie können wieder darüber verfügen. Ach so. Willst du darüber verfügen? Ist es denn vorstellbar, dass du in diesem Badezimmer, in dieser Badewanne badest? Warum sträubst du dich also, diese Wohnung aufzugeben? Weil, ich hab dir doch gesagt, weil ich seit 30 Jahren in dieser Wohnung bin. Die kann ich nicht aufgeben. Mein Leben hat sich hier abgespielt. Und ihr seid in dieser Wohnung aufgewachsen, groß geworden. Es ist doch vielmehr eure Wohnung als meine. Ach was. Was denkst du, sind wir sentimental? Ich bin es nicht, Wolf, es nicht hängst du an dieser Wohnung? Nein. Aber ich habe ja vor, diese Wohnung umzubauen.
Sie gefällt mir ja auch nicht. Nicht so, wie sie jetzt ist. Man kann Wände herausnehmen, die Zimmer größer machen, völlig neu einrichten, moderner, mit anderen Möbeln. Was willst du? Weil ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Was sagst du? Dass wir uns wohlfühlen. Hier vielleicht. Ja, weil es euer Elternhaus ist. Weil ich möchte, dass ihr hier eure Familien und eure Kinder einen Platz habt. Ich bitte dich, Mama, wir haben doch unsere Wohnungen. Aber ich habe doch schon Pläne gemacht. Ich zeige sie euch. Bitte kommt. Ich habe aufgezeichnet. Aufgezeichnet? Was ich mir vorgestellt habe. Ja, bitte kommt. Es sind ja nur Überlegungen, die ich angestellt habe. Ich kann nicht zeichnen. Beim Zeichnen konnte ich euch nie helfen früher, das wisst ihr. Sie war doch früher so voll Leben. Daran habe ich gedacht, dass es vielleicht wieder so werden könnte. Mit euren Kindern diesmal. Wie werden denn Wohnungen heute gebaut? Man denkt nicht an Kinder und nicht an den Platz, den sie brauchen. Ihr habt diesen Platz gehabt. Ihr habt eure Freunde mitgebracht und sie haben sich hier wohlgefühlt. Ach, ich weiß doch, wie die Mütter kamen, klingelten, ihre Kinder suchten. Hier waren sie, bei uns waren sie. Nur daran denke ich, wie man das wiederherstellen könnte. Sag mal, bist du noch normal? Wolf hat recht. Das frage ich mich allerdings auch. Wo willst du denn das Geld dafür hernehmen? Hm? Darf ich mal sehen? Bitte schön. Das kostet doch eine Menge Geld. Habe ich denn keins? Wie meinst du, habe ich denn keins? Besitze ich denn nichts? Ja, doch, doch, natürlich. Natürlich hast du Geld. Das Geschäft gehört ja jetzt. Nachdem Vater tot ist, gehört das Geschäft ja dir mit, nicht? Willst du das denn in Anspruch nehmen? Soll ich denn nicht? Aber Mama, ich bitte dich. Du bist doch versorgt. Dir kann überhaupt nichts passieren. Du bist absolut sichergestellt. Wohnung hier, die solltest du natürlich. Die müsstest du schon aufgeben. Das wäre ja Wahnsinn, nicht? Wir überlegen uns ganz genau, wo du dann wo du hingehst. Du kannst dir aussuchen, wo du hingehen willst. Was heißt hingehen? Ja, wo du wohnen wirst, meint er. Sodass du nicht die geringsten Sorgen hast. Das meint er. Sonst brauchst du ja kein Geld. Wozu denn auch? Ich glaube, ihr habt mich nicht richtig verstanden. Ja, wisst ihr denn, was ich meine, was ich mir vorgestellt habe? Mama, jetzt hör doch endlich auf damit. Ihr habt mich sicher nicht richtig verstanden. Eberhard. Wir haben schon verstanden, Mama. Wir haben dir ja zugehört. Aber das da ist, das ist dummes Zeug, Mama. Entschuldige, es kennzeichnet die Verwirrung, in der du dich befindest. Wir alle kennen dich nicht so. Nein? Nein, es sind wahrscheinlich, ja ganz sicher sind es die Ereignisse, dieser überraschende, dieser sonderbare und ungeklärte Tod unseres Vaters, mit dem du nicht fertig wirst. Er hat recht, Mama. Du bist der Sache nicht gewachsen. Wie solltest du auch? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, Sie sehen, dass meine Mutter das alles verkraftet, das einfach nicht. Was hinterlässt Ihr Vater? Ein sehr gut gehendes Geschäft, Herr Kommissar, das nun zur Hälfte unserer Mutter gehört. Theoretisch, rein theoretisch. Ich meine, sie kann nichts damit anfangen. Ich will so sagen, sie braucht es nicht. Sie braucht überhaupt nichts, weil es ist für sie gesorgt. Da wird sich nichts daran ändern. Sehen Sie, Herr Kommissar, meine Mutter ist in gewisser Weise eine recht einfache Frau mit ganz geringen Bedürfnissen, so, die ihr natürlich erfüllt werden, das ist ja klar. Aber als Teilhaber, was sie jetzt ist, effektiv ist, kann man nichts mit ihr anfangen. Ja, das ist doch völlig uninteressant, Herr Kommissar. Wie steht's denn mit den Ermittlungen? Also den Gedanken an Mord haben wir beide uns eigentlich aus dem Kopf geschlagen. Ach, das ist interessant, ja. Naja, die Sache ist zwar etwas rätselhaft, das gebe ich zu, aber sie wird sicher eine normale Erklärung haben, denn das Wichtigste wäre ja wohl ein Motiv, nicht? Ja. Ein Motiv sehen wir weit und breit nicht. Hm. Oder sehen Sie eins? Darf ich das noch einmal haben? Bitte schön. Danke. Ja, ich finde das ganz interessant, was Sie da vorhaben. Ja. Mhm. Ja, finden Sie nicht auch, dass man das sehr gut machen könnte? Ja. Man wird doch schlau draus, oder?
Das ist das Schlafzimmer Ihres Mannes, nicht wahr? Ja. Und hier ist das Arbeitszimmer? Ja. Diese Wand würde ich rausnehmen. Ah ja. Man bekäme dann einen sehr großen Raum. Ja, das ist sehr schön. Nur wo ist das Badezimmer Ihres Mannes? Ich sehe es hier nicht. Es ist nicht im Plan eingezeichnet. Das Badezimmer? Ja. Habe ich es vergessen? Ja, es ist jedenfalls nicht drin. Tja, ich brauche es nicht. Man braucht es nicht. Ich könnte ja weiter das Badezimmer der Kinder benutzen. Frau Alsberg, aber das Badezimmer Ihres Mannes existiert. Sie können es ja schlecht zumauern. Nein. Wann haben Sie diesen Plan gemacht? Wann? Ja. Gestern. Gestern habe ich das gemacht. Das sind ja nur Überlegungen. Ich danke Ihnen, Frau Alsberg. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau Böhle. Sie sind auch vormittags hier. Bei so schönem Wetter. Was machen Sie hier? Oh, darf ich mich Ihnen vorstellen? Ja, mein Name ist... Ich weiß, wer Sie sind. Wir haben über Sie gesprochen. Das ist Frau Karnitz. Guten Tag, Frau Karnitz. Guten Tag. Sie kennt Frau Alsberg. Für Ihre traurige Geschichte. Ja. Waren Sie oben? Ja, ich war oben. Ich habe ihr mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft das Badezimmer freigegeben hat. Das ist gut. Das wird ihr helfen. Ach, sie braucht die Rückkehr zur Normalität. Ja, was ihr schwerfallen wird. Ja, sie ist voller Gefühl. Sie hat zu viel davon. Ja. Kennen Sie auch Frau Alsberg? Ja, sie kennt sie. So. Ja, ich habe sie kennengelernt. Ah ja. Hat sie Ihnen erzählt, dass sie die Wohnung umbauen will? Ja, ja, das hat sie. Aber da wird wohl nichts draus. Warum nicht? Weil sie eine Frau ist, die Wirklichkeit nicht begreift. Worin irrt sie sich Ihrer Meinung nach? In ihren Kindern. Sie denkt, ihre Kinder lieben sie. Ach, sie lieben sie nicht. Sie ist ihnen gleichgültig. Wo bekommt man hier dieses Taubenfutter? Ja, drüben, an der Ecke. Wollen Sie Tauben füttern? Ja, ich denke mir, das ist eine Tätigkeit, die doch sehr beruhigt. Ja. Wohnen Sie auch hier in der Nähe? Ja, ganz in der Nähe. Ihr Mann hat einen Kunsthandel. Ach, Ihr Mann lebt noch? Ja. In welche Kirche sind Sie gegangen übrigens? Unsere Pfarrkirche. Ah ja, sehr schön. Ja, ich muss jetzt leider ins Büro. Ich muss ja auch mal ein bisschen arbeiten, nicht wahr? Ja. Obwohl ich eigentlich lieber Tauben füttern würde und ab und zu in die Pfarrkirche gehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Chef, das ist eben durchgekommen. Frau Karnitz wohnt Ganghoferstraße 44, kleiner Antiquitätenladen. Und ihr Mann lebt. Also keine Witwe. Chef Walter und ich haben uns die Sache noch mal gründlich überlegt, von allen Seiten. Wir kommen auf keine Lösung. Ich weiß nicht, ob wir nicht überhaupt falsch liegen. Mit der Annahme, dass es sich um Mord handelt. Vielleicht ist es tatsächlich ein Unglücksfall. Nein, es ist Mord. Aber wer soll ihn denn umgebracht haben? Seine Frau. Wer ist da? Darf ich hier reinkommen? Ja, was wollen Sie denn? Ich wollte nur fragen, wie es Ihnen geht. Ist das eine Frage, die Sie mir stellen als Polizist? Ich hätte gern gewusst, wie Sie mit Ihren Umbauplänen weitergekommen sind. Sie wollen nicht. Die Kinder wollen nicht. Es ist ohne Interesse für Sie. Haben Sie das gesagt? Ja, haben Sie gesagt. Ja, ohne Interesse. Aber es kümmert mich nicht. Darf ich noch mal das Schlafzimmer sehen? Nichts verändert, nicht einmal aufgeräumt. Gehen Sie nicht in dieses Zimmer. Ich lasse diese Wand rausnehmen. Warum sollte ich da aufräumen? Ja, sehen Sie da irgendeine Notwendigkeit? Schon gut, Frau Alsberg. Ja, haben Sie denn nicht verstanden, dass ich da eine Wand rausnehme? Es wird ein großes Zimmer, das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer. Ich werde Sie schon dazu zwingen, zu akzeptieren, was ich vorhabe. Sie müssen, ja, Sie müssen. Warum müssen Sie? Das Geld. Ich habe ja das Geld. Die Hälfte gehört mir. Wenn ich es Ihnen nicht gebe, dann müssen Sie kommen. Gestern waren Sie den ganzen Nachmittag bei mir.
Wir haben Kaffee getrunken, ich habe Kuchen gebracht. Getrunken haben wir, Sie sehen es ja. Es war sehr vergnügt. Haben Sie sich über die Geldfragen geeinigt? Ich sollte unterschreiben. Die ganze Zeit lag das, was ich unterschreiben sollte, in meiner Kaffeetasse. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht einfach unterschreiben, was Sie mir da vorlegt. Ich muss es erst durchlesen. Dann lies es durch, sagten Sie, lies es durch. Es war ein sehr vergnügter Nachmittag. Wir haben geredet, gelacht, wie seit Jahren nicht. Aber unterschrieben habe ich nicht. Sie wollen wiederkommen. Ich dachte schon, Sie wären es, als es klingelte. Was sollen Sie unterschreiben? Ach, ich weiß nicht was. Mein Geld wollen Sie. Aber Sie kriegen es nicht. Denn wenn Sie es haben, kommen Sie nicht mehr. So ein hübscher Nachmittag wie gestern wird sich nicht wiederholen. Nichts kriegen Sie. Nichts. Aber kommen sollen Sie. Und Ihre Mutter behandeln in einer Weise, auf die sie ein Recht hat. Respektieren sollen Sie sie. Soll ich aufmachen? Ah, das sind Sie. Warten Sie, warten Sie. Sie sollen erst ein bisschen Angst kriegen. Sich fragen, ob ich überhaupt da bin. Okay. Hallo. Wir dachten schon, du bist nicht hier. Dima, wir haben dir Kuchen mitgebracht. Tag, Mama. Danke. Ah, Kommissar. Na nun, was machen Sie denn hier? Gibt's noch was? Nein, nein, das ist nicht so wichtig. Ich möchte auch nicht stören. Kommt herein, der Kaffee ist schon fertig. Worum geht's denn noch, Herr Kommissar? Haben Sie irgendwelche neuen Informationen? Nein. Der kommt ins Zimmer. Setzt euch hin. Ja, ja. Kuchen haben Sie mitgebracht. Aber ich unterschreibe nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich bin doch nicht verrückt. Denn wenn ich das tue, bin ich verloren. Dann stehe ich da mit meinem Bettzeug in der Hand und sag, mach die Tür auf. Ich habe den Laden gefunden. Wollen Sie Tauben füttern? Um mich zu beruhigen, ja. Waren Sie wieder drüben? Ja. Sie hat Schwierigkeiten mit den Kindern. Sie wollen das Geld. Und Sie werden es kriegen. Ach, den Eindruck hatte ich nicht. Sie werden es kriegen. Sie soll etwas unterschreiben, von dem sie sagt, sie tut es nicht. Natürlich tut sie es. Augenblicklich sitzen Sie bei Kaffee und Kuchen. Helfen Sie ihr eigentlich manchmal bei Ihren Problemen, die sie hat? Man kann ihr nicht helfen. Sie gehört zu den Frauen, die die Fähigkeit zu denken verloren haben. Was nichts Besonderes ist, die Ehe ist ein Kampf, den die Frauen verlieren. Ihre Abhängigkeit lässt sie verlieren. Was ist denn? Was geschieht denn mit den alten Ehefrauen, wenn sie aufgehört haben, ihre Männer sexuell zu interessieren? Wenn die Kinder groß aus dem Haus verheiratet sind? Wenn diese Frauen also ihren Dienst getan haben, was ist dann mit ihnen? Sind überflüssig. Sind nur noch lästig. In den meisten Fällen. Darf ich fragen, wie Ihre Ehe war? Wie ich sagte. Ihr Mann ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Er ist verunglückt. Er ist in seiner Garage gestorben und er war betrunken. Offenbar ist er eingeschlafen und hat vergessen, den Motor abzustellen. Ja, so war es. Ich habe seinen Tod nicht sehr bedauert. Das heißt, zunächst war ich voller Gefühle, aber sie verloren sich. Ich gewann meine Persönlichkeit zurück. Und mit meiner Persönlichkeit mein Leben. Doch schauen Sie mal. Guten Tag, meine Liebe. Guten Tag. Der Kommissar hat Taubenfutter gekauft. Oh, haben Sie? Ja. Aber Taubenfutter macht mir doch nicht so viel Spaß, wie ich gedacht habe. Bitte schön. Sie haben unterschrieben. Ich habe unterschrieben, weil Sie geweint gebettelt, weil Sie mich umarmt und weil Sie mich geküsst haben. Sehen Sie, Sie haben Ihren Kaffee nicht ausgetrunken. Auch den Kuchen haben Sie stehen gelassen. Als ich unterschrieben habe, sind Sie aufgestanden. Keine Sekunde wollten Sie länger in dieser Wohnung bleiben. Ich sagte, warum steht er denn auf? Sie sagten,
weil wir noch viel zu erledigen haben. Deswegen, Mama. Deswegen. Weil wir ja schon sehr viel Zeit verloren haben. Deinetwegen. Deinetwegen. Und ließen Kaffee und Kuchen stehen. Frau Alsberg. Wie ist Ihr Mann gestorben? Erzählen Sie mir das. Jetzt. Sie war nahe daran, alles zu sagen. Eine Sekunde. Nur eine Sekunde trennte uns von der Wahrheit. Also von einem Geständnis. Und ich bin ganz sicher, die Frau Böhle ist es. Frau Böhle spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht sogar die größte. Von ihr müssen wir einfach mehr wissen. Robert Harry, lass sie nicht aus den Augen. Ich muss lückenlos wissen, wie sie ihre Zeit verbringt. Und du, Walter, du holst mir bitte Frau Alsberg. Was denn jetzt? Ist gleich 10. Das spielt doch keine Rolle. Es ist ein Mordfall. Sind wir zu spät? Nein, nein. Also dann. Alfred! Alfred! Was ist denn? Ich bin zurückgekommen. Das sehe ich doch, dass du zurückgekommen bist. Ich gehe auf mein Zimmer. Ja, gehen wir. Ist mal recht. Gute Nacht. Gegen 10:30 war ich da. Aber sie war nicht zu Hause. Oder sagen wir so, sie hat nicht aufgemacht. Könnte sie bei der Nachbarin gewesen sein? Nein, nein, da habe ich mich natürlich erkundigt, aber sie war nicht da. Ja, dann habe ich vor der Tür gewartet. Wie spät haben wir jetzt? Ja, 2 Stunden habe ich da gewartet. Übrigens, die Fenster waren alle dunkel. Rehbein. Hast du mit den Söhnen telefoniert? Ja, ich habe gerade aufgelegt. Die Mutter ist nicht bei ihnen. Und hast du was von Harry gehört? Ja, der steht an der Pfarrkirche und Frau Böhle ist gegen 11 Uhr nach Hause gekommen. Allein. Ja, auf jeden Fall bleibe ich hier heute Nacht. Er geht schlafen jetzt. Soll er mir gute Nacht sagen? Nein, das ist seine Badezimmertür. Er geht schlafen. Sie muss jeden Augenblick kommen. Er ist aufgestanden. Er wird jetzt gleich ins Bad gehen. Es ist soweit. Wer ist da? Guten Morgen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wollen Sie was kochen? Das ist Frau Böhle, Alfred. Wir wollen zusammen in die Kirche gehen. Mit wann gehst denn du in die Kirche? Was sind denn das für neue Moden? Sind Sie fertig, meine Liebe? Ja, ich bin fertig. Das Frühstück steht in der Küche. Ja, ist gut. Guten Morgen, Herr Hafner. Ja, guten Morgen, Frau Kanitz. Ich will gerade in die Kirche und es ist schon sehr spät. Ich habe dummerweise den Ladenschlüssel mitgenommen und mein Mann braucht ihn sicher. Kann die Margot ihn vielleicht raufbringen zu meinem Mann? Ja, natürlich, Frau Kanitz. Das ist sehr nett. Ja, danke schön. Danke. Wiedersehen, Frau Kanitz. Ich werde ihn gleich selber raufbringen. Was sagst du, Harry? Moment, wiederhol das nochmal. Also, Frau Böhle hat Frau Kanitz abgeholt. Beide gehen soeben in die Kirche. Ist gut, Harry. Dankeschön. Walter? Ja? Wo ist die Frau Alsberg? Ja, das ist einigermaßen merkwürdig. Die ist immer noch nicht zu Hause. Du, jetzt weiß ich, was passiert ist und vor allem, wie es passiert ist. Die Frau Alsberg hat die Frau Kanitz am Abend vor dem Mord mit in die Wohnung genommen. Frau Kanitz hat also praktisch die Nacht dort verbracht in der Wohnung. Und als am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen, die Frau Böhle Frau Alsberg abgeholt hat, um in die Kirche zu gehen... Da war die Frau Kanitz noch in der Wohnung. Genau. Frau Kanitz hat Alsberg getötet. Und dann hat sie die Wohnung verlassen. Ja, Moment mal. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Du meinst, wo ist die Frau Alsberg jetzt, wenn sie nicht zu Hause ist? Ja, genau. Sind Sie, Herr Kanitz? Logisch. Was klingeln Sie denn wie verrückt? Sie holen mich gerade aus dem Bade. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, wieso? Herr Kanitz, wo ist das Zimmer Ihrer Frau? Das Zimmer meiner Frau? Ist hier. Danke.
Sie konnten es nicht tun.